do 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 SOS www.gesichtsbuch.com. Du denkst, du bist nice und du findest die ganze Welt hier. Du siehst irgendeinen Scheiß und du drückst auf Gefällt mir. Und du sagst mir Hallo und wir schnacken über dich. Ich mach ein Kompliment, du schickst ein lachendes Gesicht. Doch reden über eine Beziehung geht eventuell zu weit. Und auf Fragen nach einem Treffen sagst du generell vielleicht. Keine Spur von einem Like, geschweige denn deiner Liebe. Du zeigst meine Musik, aber nicht meine Gefühle. Und so geht's der ganzen Welt, ey, glaub mir, ich weiß das. So eine Mädel kennenzulernen ist gar nicht so einfach. Doch wenn du gerade denkst, du hast einen guten Fang, dann besorg dir ihre Nummer, atme durch und ruf an. Und wenn sie dich gut findet, dann schnapp dir deine Chino. Umarme die Welt und dann geh mit dir ins Kino. Und dann nimmst du ihre Hand und ihr fahrt zusammen im Bus. Und kurz bevor sie aussteigt, gibst du ihr einen Kuss. Ey, so Baby, einfach. Hast du eine kleine Minute, eine kleine Minute. Oder ist es kompliziert? Ich glaub, ich mag dich. Spürst du denn gar nicht? Sag jetzt hier so wie mir. Ben, ich spring nicht vom Bäumen, ey, du kannst nicht fliegen. Und hör auf, dich auf Fotos so komisch anzuziehen. Du weißt doch, konzentrier dich auf die Wirklichkeiten. Egal wie viel du postest, sie wird's nicht liken. Wir sagen, ruf sie an, sie ist dran, Digi, rede schon. Doch du hast Angst vor deinem gottverdammten Telefon. Und du weißt nicht, was du sagen sollst. Digi, ich sag dir, was du sagen sollst. Warum ich anrufe, ich weiß es nicht. Ich hab mich nur gefühlt, als wenn ich dir mitteilen müsste, wie nice du bist. Ich dachte mir, es wäre wohl besser, meinen Mut zu nehmen, Hallo zu sagen und ein Stückchen auf dich zuzugehen. Hier am Telefon, gar nicht lange auszuharren, ne Blume zu pflücken und direkt zu deinem Haus zu fahren. Mein Abend soll nicht mehr mit Badam enden. Hand auf, ich will dir meinen Nachnamen Baby, schenken. Hast du eine kleine Minute? Oder ist es kompliziert? Oh yeah, ich glaub, ich mag dich. Spürst du denn gar nicht? Ich war gerade mit den Jungs ganz allein in der Bar. Ich dreh mich um, da stand sie einfach so da. Und ich bin eher so der Typ, der da nicht weiß, was er sagt. Werde es mein Leben lang bereuen, wenn ich jetzt einfach nicht frag. Und deshalb nahm ich kurz meinen Mut zusammen und sagte, Baby, ey, wir beide passen gut zusammen. Sie schaute weg, hat erst ein paar Sekunden gelacht und dann mit mir gefühlte 20 Stunden gequatscht. Dann war sie einfach so weg. Und glaub mir wirklich, keiner weiß, wo sie steckt. Und deshalb häng ich gerade nur verplant in meinem Zimmer rum und könnte schreien, denn so langsam schwindet die Erinnerung. Und ich bin am Verzweifeln, was ein gottverdammter Scheiß. Du hast sie gehen lassen, nicht gefragt, ob sie noch bleibt. Bevor ich dich wieder treff, ist das Leben noch vorbei. Bin daheim und ich sehe, wie sie schreit. Hey Baby, hast du eine kleine Minute? Baby, hast du eine kleine? Eine kleine Minute? Eine kleine Minute? Oder ist es kompliziert? Oder ist es kompliziert? Ich glaub, ich mag dich. Spürst du denn gar nicht? Oder geht's dir so wie zu?